Morgen. So, das war ja eine herrliche Nacht. Ich habe fantastisch geschlafen, auf jeden Fall. Auch wenn es um mich rum gesägt hat, ich wundere mich, dass hier heute Morgen noch Bäume stehen. Das ist ein richtiges... Hat mich manchmal ein bisschen an Froschgequake im Dschungel erinnert irgendwie. An drei Orten hinter mir, neben mir und da unten waren Leute am Schnarchen und jeder in einem unteren, unterschiedlichen Ton. Sehr amüsant. So ein Dreiklang, ne? Ganz funky. So, ich habe mir mal mir gestern Abend Brötchen vorgestellt. Ich bleib ja heute hier und wollte eigentlich aufs Wasser und habe gerade gefragt, wie denn die Wetterkonditionen für heute aussehen, da man ja kein Internet hat. Es soll ab 10 Uhr regnen. Naja, dann warte ich das mal ab. Ich würde es aber sehr schade finden, wenn ich das hier nicht mehr schaffe, weil das ist nämlich super nice, der See hier, Usariner See, und die Nachbarseen sehen fantastisch aus. So, jetzt gibt's erstmal Frühstück. Neues Kaffeebrühsystem von meinem Neffen bekommen. Spring Bloom. Geschmacksprofil: weiße Schokolade, Melone und Orangenblüte. Also wieder mal ein Spezialitätenkaffee. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir gucken mal da rein. Okay, da gibt es ein Dripper Pack. Und dann? Ach, den hängt man einfach in die Tasse, oder was? Ah, sei erfinderisch. Okay, so machen wir das. Also ich finde die Brewbags wesentlich komfortabler vom Handling her als das hier. Aber wir gucken mal, was uns hier erwartet. Na, riecht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und Kaffee aus der Bratpfanne kann ja nur gut sein. Ist okay und ich glaube, wenn man eine Tasse hat, dann funktioniert das auch gut. Auf der Bratpfanne läuft das nicht so gut und kommt auf jeden Fall was Brauchbares bei raus. Sogar lecker, kann man sagen. So, nach diversen Gesprächen mit Nachbarn, Wasserwanderern, habe ich mich entschieden, mit dem Rad jetzt mal in ein Nachbardorf zu fahren, wo ich mir einen Kajak mieten kann. Das Wetter soll stabil bleiben und anstatt hier den ganzen Tag im Zelt rumzuliegen, werde ich mal eine Kajaktour starten. Auf dem Wöblitzsee und hoffentlich in die Schwanenhavel, soll idyllisch sein. Ich gucke mir das an, Wetter sieht erstmal gut aus. Jo, hier warten alle auf Schleusen, denke ich. Da ich ja ein Kleinfahrzeug bin, werde ich mich mal da vorne einreihen, nicht bei den dicken Yachten. Es tröpfelt die ganze Zeit so vor sich hin. So, ausschleusen ist angesagt. Das hat ja gedauert. Kann ich mir gar nicht so viel Zeit nehmen. Nach gut einer Stunde auf dem Wasser bin ich endlich in der Schwanenhavel angekommen. Die Schwanenhavel ist ein 3,5 Kilometer langer Zufluss der Havel. Schwanenhavel hat nichts mit dem Vogel zu tun, sondern bedeutet eher sowas wie lebender Fluss. Es macht so viel Laune, hier durchzufahren. Teilweise ist der Fluss so zugewachsen, dass man nur im Liegen weiterkommt.
Hey, hast du schon ein Abo dagelassen oder ein Like oder ein Kommentar? Wenn nicht, hol das bitte nach. Ich freue mich. Danke. Perfektes Timing. Zurück von der Kajaktour. Gerade das Boot abgegeben. So, und hier ist das Fazit zum vierten Tag. Ich habe ja gechillt, quasi einen Tag Pause gemacht am Usariner See. Bin dann gestern aufgrund von Tipps meiner Campingnachbarn in die Schwanenhavel gefahren. Und das ist etwas, das ist so unglaublich. Man meint gar nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Ein fürchterlich wunderschön zugewachsener Seitenkanal der Havel. Das war total fantastisch. Man musste erstmal über den Wöblitzsee, also erstmal bin ich 7 Kilometer bis zur Kajak-Vermietungsstelle gefahren und bin von dort dann über den Wöblitzsee in Havelkanal und von dort aus geht dann die Schwanenhavel ab. Und das ist wirklich reinstes Amazonasgebiet. Also leider Gottes hatte ich nicht genug Zeit, weil das Schleusen einfach unglaublich lange gedauert hat an der Wesenbergschleuse. Da stand ich bestimmt in beide Richtungen jeweils eine halbe Stunde vor der Schleuse oder bis man mit dem Schleusen durch war. Das war auf jeden Fall gestern ein absolutes Highlight und es ist jedem zu empfehlen, wer hier auf der Ecke ist. Ja, ansonsten, na klar, Mecklenburgische Seenplatte vom Wasser aus, bombastisch gut. So, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ich weiß gar nicht wohin, da ich ja kein Netz habe und nicht navigieren kann. Ich hatte, als ich da drüben in Wesenberg war, mir schnell eine Route gemalt von hier nach Röbel. Das ist dann südlicher Teil Müritz, um morgen dann nach Plau zurückzufahren und in den Zug zu steigen. Sobald ich Netz habe, kann ich mir dann irgendwie eine geplantere Route malen. Ich habe auch keinen Campingplatz, den ich ansteuere oder sonst irgendwas. Ich fahre tatsächlich blind los. Ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt, ne? Also egal, wo man hier lang fährt, es ist immer irgendwie märchenlandmäßig. Ein Örtchen gefunden, die Fischstuf, wo es ganz viel Räucherfisch und Fischgefällchen gibt, hier direkt am See. Mega nice, ist auch Zeit für Mittag oder Frühstück oder sonst irgendwas, 12 Uhr. Und ich mache heute extrem Slow Traveling, weil es ja langsam zurückgeht und ich gar keinen Bock habe, das Ende einzuläuten. Ich hau mir jetzt hier eine Fischfrikadelle rein, alles hausgemacht, Kartoffelsalat hausgemacht, Fischfrikadelle hausgemacht und alles aus dem See. Ja, für alle, die es mögen, gibt es hier immer fantastische Fahrradstraßen, die auch völlig durch die Natur führen, jenseits jeglicher Landstraßen und so. Auf so einer Fahrradstraße bin ich gerade. Kann man ganz gut sehen, ne? Es geht nur geradeaus. Und auf der Karte sehe ich so, nur geradeaus. Yes, ja, es gibt wieder Offroad-Geplänkel. Na also, ach, Asphalt macht mich fertig, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, da nicht vorwärts zu kommen. Dann lieber Sand. Wie hier. Ich liebe die mecklenburgischen Singletrails. Herrlich.
Nach so vielen Kilometern auf Asphalt ist das hier eine wahre Erleichterung. Endlich wieder Schmutz unter den Reifen und Geschüttel. Da drüben regnet es schön ab und ich bin hier. Ich begrüße das. Muss ich mir das nicht antun. Aber es ist total geil, weil man hier so eine weite Sicht hat, kann man das Wetter immer sehr gut abschätzen. Ja, das versaut mir gerade den Tag. Da ist schon ein Schild ausgebucht und der Mann sagt, er hat noch nicht mal Platz für ein Einmannzelt. Wenn ich mich so umgucke, das stimmt nicht. Man könnte das durchaus machen für eine Nacht, aber okay, dann nicht. Ja, dann muss ich jetzt gucken, wo ich hinfahre. Oder ich mache ein Nachtwildcamping, das wäre die Alternative. Aber ich habe heute Morgen mein Wasser nicht aufgefüllt und so. Naja, das könnte ich ja nötigenfalls noch hier machen. Ich gucke jetzt erstmal, wie die Reise weitergeht. Ich habe 45 Kilometer auf der Uhr. Eigentlich möchte ich nicht mehr so weit fahren, aber ich muss wohl. Ja, ihr Leute, der Plan ist gestrickt. Ich fahre jetzt noch mal 18 Kilometer nach Malchow bzw. an den Jabelschen See. Könnt mich über diesen Typen da von diesem Campingplatz in Sitodorf aufregen. Meine Güte, eine Nacht mit einer kleinen Hundehütte, die nicht mal 2 Quadratmeter Platz wegnimmt. Passt überall hin. Nee, will er nicht. Okay. Ja, hiermit keine Empfehlung für diesen Campingplatz. Sitodorf, meidet das oder meldet euch vorher an. Und das Fiese ist, das Wetter ist so und der Wind ist so von vorne. Und das Allerfieseste ist, die Moral aufrechtzuerhalten, wenn du eigentlich gedacht hast, du bist am Ziel und dann nochmal eine oben drauf kriegst. Egal, damit schrumpft mein Pensum für morgen auf ein lächerliches. So long. So, nicht nur Wind von vorne, da drüben regnet es auch fett. Und ich fahre genau drauf zu. Jo, richtiges Abenteuer heute. Mal gucken, ob die Entscheidung weise war, das Wasser jetzt da nicht aufzufüllen. Mache ich die 18 Kilometer noch? Schmeiße ich mich irgendwo in den Wald? Fragen über Fragen, Muckigen, ne? Ich bin gerade ein bisschen auf Kotze, weil ich komme überhaupt nicht vorwärts. Gurk hier rum, so mit 12 Stundenkilometern. Naja, anstatt zu labern, soll ich vielleicht einfach weiterfahren, ne? Mache ich jetzt auch irgendwie noch 14 Kilometer. Bitte gib mir einen Platz, bitte, bitte, bitte. Moin, moin, ihr Leute. Hier kommt das Fazit zum 6. Tag. Ja, das war ein bisschen chaotisch. Es war extrem windig gestern. Ich glaube, wir hatten so Böen bis 45 Stundenkilometern. Naja, wie dem auch sei, ich bin aufgebrochen und habe mich auf den Weg gemacht. Das Wetter war auch so lala. Immer wieder Regenschauer, links und rechts von mir zum Glück, nicht auf mir drauf. Ja, die Strecke als solches war eigentlich ganz nice, ne? Über Miro, da das Schloss noch angeguckt. Nach Röbel, da habe ich dann in einem Fischimbiss Mittag gemacht, das war auch ganz lecker und ist auch alles ganz malerisch. Aber diese Asphaltfahrerei, die ist halt nicht so meins und habe mich immer wieder gefreut, wenn ich Dreck unter den Reifen habe. Ja, Ziel war dann irgendwie in der Nähe von Röbel irgendwo einen Campingplatz zu suchen, da gibt es dann leider Gottes nicht so viel und ich wollte auch nicht weiter oder viel weiter fahren. In meiner Mittagspause habe ich dann einen Campingplatz gefunden in Sitodorf. Das waren dann 37 Kilometer oder so und ja, als ich da angekommen bin, fing es an zu regnen. Das war auch nochmal ganz lecker. Und komme da an und da steht schon ein Schild ausgebucht irgendwie. Und dann bin ich an die Rezeption und meinte hier so, Fahrrad, kleines Zelt. Ja, nee, wir sind voll. Und ich so, das ist ja toll. Und ich so, nächster Campingplatz. Und er so, ja, Alt Schwerin, 20 Kilometer. Ich so, nein.
Es war eh schon beschwerlich. Hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so an die 45 Kilometer auf der Uhr. Und ja, musste dann tatsächlich noch 20 Kilometer fahren. 18 waren es, glaube ich, bei Start. Um auf einen anderen Campingplatz zu kommen, habe dann ein paar Mal umgeplant zwischendrin und bin dann an den Jabelschen See. Den seht ihr hinter mir. Das ist irgendwo hier Nordspitze. Blauer See. Bin dann dorthin gefahren, hatte 65,4 Kilometer auf der Uhr und war ziemlich durch. Und dann kam die nächste Überraschung, der Campingplatz hier verleiht keine Adapterkabel. Hab das gestern Abend zum Glück noch regeln können mit Nachbarn, die mit dem Bulli da stehen. Die haben dann sich bereit erklärt, meine Powerbanks an ihre Dose zu stecken. Total nice. Und somit bin ich auch mit Strom versorgt, aber heute geht's eh nach Hause. Egal, alles in allem eine super Reise, lohnt sich. 1000 interessante Menschen getroffen, super geile Natur, tolle Seen, jede Menge Tiere gesehen und so. Fantastisch, also Daumen hoch für die Mecklenburg. Seenplatte zum Bikepacken, einfach ein Paradies.